Dann sage ich herzlich willkommen auch an die Sachverständigen zur 75. Sitzung. Schöne runde Sache. Öffentliche Anhörung heute zum Thema Games, Computerspiele. Ist ja inzwischen wirklich nicht mehr nur ein Randphänomen, sondern tief in die Gesellschaft eingedrungen und verankert und auch ein Wirtschaftsfaktor. Insofern eine unserer letzten Anhörungen, ich glaube sogar die letzte Anhörung im Kulturausschuss, Ausschuss Kultur und Medien, widmet sich also diesem Thema. So. Leider, wie der Games-Laden, der bei mir unten am Eingang des Hauses ist, wo ich wohne, unter Pandemiebedingungen haben wir sie nur hier und ist noch nicht richtig wieder in Anwesenheit, aber ich hoffe, das wird ja schnell wieder besser sein. Publikum gibt es auch nicht, das ist leider so, aber das Parlamentsfernsehen nimmt auf und damit ist die Veranstaltung natürlich auch öffentlich, weil sie aufgezeichnet wird und steht ab Donnerstag als Mitschnitt auf den Internetseiten des Ausschusses zur Verfügung, weil Anhörungen ja öffentlich sind. Es wird auch ein Wortprotokoll geben, will ich für diejenigen, die das erste Mal in einer solchen öffentlichen Anhörung sind, noch sagen. Sie haben alle, glaube ich, inzwischen dankenswerterweise eine schriftliche Stellungnahme uns gegeben und erarbeitet. Die werden ebenfalls dann mit veröffentlicht, sodass die dann Teil des Wortprotokolls sind. Und damit haben wir auch unter Pandemiebedingungen so viel wie möglich Transparenz hergestellt. Es ist für BKM Herr Dr. Püschel da, auch online nehme ich an. Denn hier sehe ich ihn nicht. Frau Beek? Den sehe ich noch nicht, aber halb weiß er, dass wir beginnen, ne? Sie fragen, super, dass er vielleicht dann doch mit gleich am Anfang drinne ist. So, die 5 Sachverständigen sehe ich auch. Dann sage ich herzlich willkommen Frau Professor Ackermann, Herr Professor Aufenanger, Herr Falk, Frau Kruse und Frau, oh Gott, das ist hoffentlich sage ich nicht Zeit, Usonoglu, richtig? Okay, vielen Dank. So, wir haben folgendermaßen uns verabredet in der Obleuterunde. Zur Einführung haben die Sachverständigen maximal 3 Minuten Zeit. Wir haben erstmal eine Fraktionsrunde mit 3 Minuten, wo Position bezogen werden kann, Fragen gestellt werden konnten, vereinbart und dann eine Antwortrunde der Gäste. Dann kommt eine zweite Fraktionsrunde mit 2 Minuten, auch wieder eine Antwortrunde für die Gäste. Und wir haben die Orientierung auf ungefähr 1 Stunde liegen. Spätestens, allerspätestens um 17 Uhr schließen wir auch dann die Netzpforten und auch unsere Pforten hier, weil wir länger keine Genehmigung haben zu tagen. Wir tagen ja parallel zum Plenum für diejenigen, die als Sachverständige da sind. Deshalb nochmal ist das nicht Open End, sondern natürlich auch begrenzt. Wir werden die Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge aufrufen. Und danach haben wir uns vereinbart, in der Reihenfolge die Fraktionen für die FDP, Herr Hacker, dann CDU, CSU, AfD, SPD, Die Linke und Bündnis 90 Die Grüne in die Fraktionsrunden einsteigen. Natürlich ist mit der Anhörung das heute nicht beendet, sondern die Anhörung wird natürlich ausgewertet im Ausschuss und wir werden uns deshalb am 9. Juni auf der Grundlage der Anhörung und des heute hier Diskutierten und Gesagten mit dem Antrag befassen und das Plenum wird natürlich dann noch in dieser Legislatur, ansonsten wäre es auch verfallen, eine Beschlussempfehlung abgeben. Gut, das war's für den Vorspann schon mal und dann beginnen wir jetzt mit der Anhörung der Sachverständigen. Ich darf als erstes bitten, Frau Professor Dr. Ackermann von der Fachhochschule Potsdam als Professorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit. Sie haben das Wort, ich glaube, wie lange haben wir? 3 Minuten. Dass Sie vielleicht selber auch mitgucken, wenn Sie es nicht sehen. Wir sehen das hier ungefähr 3 Minuten. Bitte schön. Sie stoppen mich dann, falls ich in einen Redeschwall kommen würde. Ja, das machen wir. Genau, ist ja meine Premiere und dann bin ich noch die Erste, weil das A mir das eingebracht hat. Ich finde es ganz spannend, dass wir heute über diesen Antrag sprechen können hier in der Sitzung und das ist ja auch eigentlich ein bisschen bezeichnend, dass der Antrag von 2019 schon stammt, aber er könnte auch von gestern sein, weil sich so viel dann tatsächlich nicht getan hat. Und es ist aus meiner Sicht umso wichtiger, dass Games als ein zentrales Anliegen auch in den Katalog, sage ich jetzt mal, der Bundesregierung aufgenommen werden. Und dabei sind aber doch ein paar Sachen zu beachten. Also der Antrag geht aus meiner Perspektive relativ stark in den wirtschaftlichen Bereich rein.
und unterschätzt dann das Spiel vielleicht auch in seiner Vielfalt. Also ich würde noch mal stärker machen wollen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir Spiele anders oder besser oder konsistenter fördern möchten, sie wirklich als kulturelle Artefakte oder Kulturgüter anzuerkennen und auch in ihren Potenzialen zu betrachten, die sie eben bezüglich Gruppenbildung oder Gemeinschaftsbildung oder generell auch Bildungsprozessen haben, um sie dann auch gleichberechtigt neben anderen Medien stellen zu können. Also das würde ich sagen, ist ganz entscheidend, dass Spiele aus dieser doch sehr emotionalen Betrachtung, die sie oft in der Öffentlichkeit erfahren, herausgezogen werden können, dass man einfach anerkennt, dass sie eine Methode von vielen sind, um sich mit ganz unterschiedlichen Themen auseinandersetzen zu wollen. Und mir wäre es ein Anliegen, und das würde ich gerne mit in die Runde geben wollen, dass in Bezug darauf, wenn die Förderung ausgebaut wird, wirklich geschaut wird, wie kann Diversität gestärkt werden und auch Barrierefreiheit, dass das jetzt schon quasi von vorne mitgedacht wird, um die Vielfalt des Gaming-Bereichs auch sichtbarer zu machen. Die Punkte, die im Antrag genannt sind, die kritischen Punkte, die teile ich alle. Allerdings sind die natürlich nicht das Gros oder das Ganze, sondern es gibt einfach viel, viel mehr an Spielerinnen, an Entwicklerinnen. Und das sollte durch eine strukturelle Förderung auch stärker sichtbar gemacht werden. Und dazu kann es auf jeden Fall helfen, in die Forschung oder auch in die kleinen Studios zu investieren, weil da die innovativen Ideen sind und da sich auch noch mal leichter neue Ansatzpunkte finden. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, den Bildungsbereich stark mitzudenken, weil das der Ort ist, wo Personen zwangsweise dann mit Spielen auch in Verbindung kämen und eben wir daran arbeiten können, dass ihre Wahrnehmung des Feldes sich verändert. Genau. Ich glaube, ich bin gut in meiner Zeit geblieben. Sie hätten sogar noch viel Zeit, eine Minute noch über. Aber wir haben ja noch. Das ist jetzt, weil ich von TikTok immer so trainiert bin, alles in einer Minute zu sagen. Es darf jetzt nicht um das Doppelte überzogen werden, aber das gibt uns ja die Möglichkeit, gut im Rahmen auch zu diskutieren und zum Antworten. Und in der zweiten, also in der ersten Antwortrunde, ist ja dann vielleicht auch noch mehr Stoff. Klar, mir dann zurück. Genau. So, dann darf ich Herrn Professor Dr. Aufenanger bitten, das Wort zu nehmen. Ich kann mich ganz gut anschließen an meine Kollegin Ackermann. Ich möchte nur die Perspektive ausweiten. Während sie quasi die Diversität deutlich gemacht hat, würde ich ganz gerne so die Altersgruppe aufmachen. Das heißt, dass wir Computerspiele vielleicht in Zukunft stärker auf die Jüngsten, auf Kinder beziehen. Die öffentliche Diskussion geht überwiegend ja bei den Jugendlichen hin und bei den jungen Erwachsenen. Aber auch bei den älteren Senioren, zu denen ich mich auch zähle, würde ich es ganz wichtig finden, dass dort Unterstützung kommt, insgesamt auch, dass in diesem Bereich die Möglichkeiten, dort Computerspiele anzubieten, die für diese Altersgruppe auch sinnvoll sind, stärker sozusagen in Blick genommen werden. Der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass im schulischen Kontext, und das ist ja bedingt auch durch die KMK-Strategie 2016, die digitalen Kompetenzen von Schülern und Schülerinnen zu fördern, dass dort auch stärker Computerspiele in den Blick genommen werden, und zwar aus zwei Perspektiven. Aus der einen Perspektive, nämlich zum Lehren und Lernen, das heißt, dass wir uns den Begriff des Serious Games oder Game-Based Learning kennzeichnen, dass dort verstärkt auch Forschung und Entwicklung gefördert wird, wie gute Computerspiele zum pädagogischen Zweck auch gestaltet werden können. Zum anderen aber auch in der Schule stärker über die Problematiken von Computerspielen gesprochen werden können, dass wir im Rahmen von Jugendmedienschutz zum Beispiel Interaktionsrisiken, das wäre auch Werbung in Computerspielen, also diesen ganzen, das ganze Umfeld von Jugendmedienschutz auch Lehrer qualifiziert werden. Und das ist quasi der dritte Punkt, dass Lehrer und Lehrerinnen in ihrer Erlernungsausbildung auch in der zweiten und dritten Phase viel stärker mit den kulturellen und medialen Welten von Kindern und Jugendlichen konfrontiert werden, sich auseinandersetzen müssen und darauf aufbauen, auch entsprechend pädagogische Konzepte entwickeln zu können. Und das muss viel stärker, glaube ich, auch pädagogisch und politisch unterstützt werden und bedeutet zum Beispiel auch, dass wir in dem bildungspolitischen Kontext immer nur von digitalen Medien reden, aber sozusagen die digitalen Spiele als Lernmedien auch damit selten drunter fassen und das zu integrieren, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Auftrag. Und was würde insgesamt auch zu dem Begriff der digitalen Kompetenzen ganz wichtig werden, diese in diesem Bereich auch mit Computerspielen konstruktiv, kreativ, aber auch kritisch umgehen zu können, zu erweitern. Vielen Dank. Das wäre es auch von meiner Seite. Ja, gut geschult. Vielen Dank. Dann Herr Falk, bitte. Sehr gern. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende Budde, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank, dass diese Anhörung stattfindet und dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ich darf den Game vertreten, das ist der Verband der deutschen Games-Branche. Bei uns sind also alle
organisiert von denen, die Spiele entwickeln, die vertreiben, die Plattformen, wo die Spiele stattfinden, E-Sports-Veranstalter bis hin zu Hochschulen und Ausbildungsbereich, also eine ganze Breite der Games-Branche. Und ich glaube, wir sind gerade in einer spannenden Zeit, weil, Frau Budde, Sie haben es angesprochen, nicht nur das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, sondern das auch stark wächst. Also gerade in der Corona-Zeit haben wir gesehen, nicht nur, dass 60% der Deutschen spielen, sondern dieser Wert ist im letzten Jahr auch nochmal um 5% gestiegen, weil natürlich Spiele gerade nochmal die großen Potenziale und die Vorteile zeigen konnten in der Zeit, wo man alleine zu Hause bleiben musste, aber trotzdem natürlich unterhalten sein wollte, in Verbindung bleiben wollte. Wir haben Spiele gesehen, die von der WHO proklamiert wurden als gutes Mittel, um Physical Distancing zu machen. Wir haben es im Homeschooling beobachten können und Innovationen gesehen. Also ich glaube, es ist ein sehr breites Thema und so offensichtlich wie noch nie, dass Spiele ganz große Potenziale haben. Ich mich erinnere, der Kultur- und Medienausschuss des Deutschen Bundestages war lange Zeit zusammen mit dem Familienausschuss die einzigen Stellen, wo sich mal mit Games beschäftigt wurde. Inzwischen ist es nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch an anderer Stelle im Bereich Digitalisierung, Gesundheit, Verkehr, Wirtschaft, Bildung sind Games ein wichtiger Faktor und diese Relevanz, die Spiele haben, die zeigt sich eben im Bereich der kulturellen Relevanz, im Bereich der Innovation, aber natürlich auch bei der wirtschaftlichen Relevanz. Auch da haben wir im letzten Jahr gesehen, dass da eine ganze Menge Dynamik drinsteckt. Und von der wollen wir in Deutschland natürlich noch mehr abbekommen, denn während Spiele hier ganz große Bedeutung haben, sind Spiele aus Deutschland noch bei weitem nicht bei der Bedeutung, die sie haben könnten. Deswegen wurde ja auch von der Bundesregierung mit parteiübergreifender Einigkeit eine Förderung auf den Weg gebracht, um ein Level Playing Field zu haben, was uns Ausgangsmöglichkeit gibt, dass noch mehr Spiele auch aus Deutschland kommen. Und ich glaube, das ist gut, wenn es zusammen gemacht wird mit einer Gesamtstrategie. Und auch da spricht ja der Antrag, um den es heute geht, ganz viele wichtige Bereiche an. Und die Bundesregierung hat sich auch zum Ziel gesetzt, mit einer Games-Strategie des Bundes anzufangen. Ich glaube, das ist ganz richtig. Wird natürlich nur angefangen werden können. Da wird die nächste Legislatur, glaube ich, das Thema auch noch mal in den Fokus bringen, denn es reicht ja nicht nur zu sagen, wir wollen Level Playing Field, sondern wir müssen ganz viele Bereiche von Fachkräften über Innovation bis hin zu Präsenz, Auslandsmessen und so weiter, was auch im Antrag an verschiedenen Punkten angesprochen wird. Da haben wir eine Aufgabe, weil je mehr wir schaffen, dass inhaltlich auch aus Deutschland kommt, desto mehr können wir dann natürlich gemeinsam gestalten und nutzen. War das das Zeichen, dass genau. Ich zum Ende kommen soll? Ich interpretiere das so. Naja, das kam bei mir ein bisschen verzerrt an, aber ich hab den Wink verstanden und war auch fertig und freue mich über diese Anhörung. Darf nur noch ganz kurz sagen, dass wir anlässlich der Anhörung auch eine Umfrage gemacht haben zum Thema Serious Games und Lernspiele, die nochmal sehr stark unterstreicht, was das Potenzial ist, dass die Bevölkerung in Deutschland das auch sieht und sich wünscht, gemeinsam mit uns, dass da noch viel mehr passiert, auch von politischer Seite. Vielen Dank. Dann hat jetzt Frau Kruse das Wort. Sehr gut. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Budde, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten und ich möchte mich für die Einladung bedanken und die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu erzählen. Ich bin Linda Kruse, Gründerin und Geschäftsführerin von The Good Evil. Wir sind ein unabhängiges Game-Studio mit Sitz in Köln. Uns gibt es seit 2013 und wir sagen, dass wir Spiele machen, um die Welt so ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen. Unser Ziel sind eben Lernspiele. Also jeder, der mit unseren Spielen etwas, jeder, der eins von unseren Spielen spielt, lernt oder weiß danach mehr als vorher. Und wir haben ein sehr breites Portfolio und ich glaube, das ist natürlich auch nochmal recht interessant. Also wir arbeiten für unterschiedliche Zielgruppen, von jung bis alt, auch ganz unterschiedliche Lerninhalte. Ganz kurz als Beispiele, es gibt ein Spiel, das heißt Squirrel and Bear, da geht es um das Englischlernen für 3- bis 9-Jährige, also eben die ganz Kleinen auf Mobile. Wir haben zwei Forschungsprojekte, eins gerade aktuell in der Entwicklung, eins, was wir 3,5 Jahre begleiten konnten in Kooperation mit der TU Berlin und der TU Dresden, das ist Serena Supergreen. Da geht es darum, mehr oder die Steigerung von dem Fähigkeits-Selbstkonzept in Bezug zu technischen Berufen, Ausbildungsberufen, gerade bei Mädchen 11 bis 16 zu stärken. Da habe ich auch gleich noch ein Beispiel zu.
aus dem, also ein Forschungsergebnis, was ich da noch sagen möchte. Wir haben was im VR-Bereich, was wir gerade machen. Da geht es um Ausbildung, Elektrotechnik, Metalltechnik, um das Erlernen, Erproben von Fehleranalyseprozessen im Bereich der Windenergietechnik und machen aber auch eben Konsolenspiele, wo es halt um nochmal Spaß, Unterhaltung und eben kulturelle Vielfalt in Europa geht. Das wäre Rascals Escape, wo wir auch gerade dran entwickeln. Was ich besonders spannend im Rahmen hier finde, ist, dass eben Serious Games, wie unsere Forschungsergebnisse halt eben zeigen, dass sie das Potenzial haben, eben Erfolgserlebnisse in Bereichen zu ermöglichen, die in der Schule halt nur sehr schwer für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen angebracht oder thematisiert werden können. Das heißt, durch die Interaktion mit eben den Charakteren im Spiel, mit der Spielewelt, mit dem erfolgreichen Meistern von Quests, hat man eben die Möglichkeit, eben sein eigenes Fähigkeits-Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit zu steigern. Das heißt, ich erkenne selber an, dass ich halt sehr viele positive Eigenschaften habe und diese Effekte lassen sich dann halt eben wieder auf den Unterricht übertragen. Also wenn ich mich selber im Spiel eben als kompetent erlebe und als kompetent mich selbst wahrnehme, dann hat das eben einen positiven Effekt dann auch wieder. Und gerade in der aktuellen Situation hat man ja gesehen, dass Motivation gerade bei leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen halt eben zu einem Problem führt oder Problem führen kann. Und da können eben Spiele unterstützen. Ich bin auch sofort fertig. Aus meiner Perspektive finde ich super wichtig, dass halt die Akzeptanz für Spiele in der Öffentlichkeit noch stärker gesteigert wird. Das hängt nämlich mit allem zusammen, dass eben nachhaltig eben auch solche Projekte unterstützt werden. Das geht in Richtung von AUFH. Und dass halt stärkere Planungssicherheit auch für uns als Studio dann da ist, was Hard- und Software bei dem, im Einsatz im Unterricht zum Beispiel da ist und dass eben ja, Forschung und Entwicklung auch da in den Richtlinien mehr möglich gemacht wird, dass es halt ermöglicht wird, eben Spiele auch dort zu entwickeln. Das ist nämlich nicht so einfach. Die zwei Forschungsausschreibungen, wo wir jetzt drin sind, das sind halt eine der wenigen, die das eben ermöglicht haben. Genau, dann darf ich auch nochmal auf die Stellungnahme vom GAME verweisen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann Frau Uzunolu. Diesmal war es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Perfekt ausgesprochen. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Budde, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich für Ihre Einladung ganz herzlich bedanken und für die Gelegenheit, hier angehört zu werden. Ich vertrete hier die Stiftung Digitale Spielekultur. Wir sind die Stiftung der Gamesbranche in Deutschland und verstehen uns als Chancenbotschafterin für Games. Wir bauen Brücken zwischen der Welt der digitalen Spiele und den gesellschaftlichen, politischen Institutionen in Deutschland. Dazu starten wir Initiativen, Pilotprojekte oder erarbeiten neue Forschungsansätze. Insbesondere für den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel, den ja die Digitalisierung in den letzten Jahren ja besonders vorangetrieben hat, spielen Games als natives digitales Medium aus unserer Sicht eine Schlüsselrolle. Games bieten auch große Chancen für kulturelle und zivilgesellschaftliche Themen und Herausforderungen. Und auf diese zivilgesellschaftliche Themen und Herausforderungen, auf drei Bereiche möchte ich mich gerne konzentrieren, auf digitale Bildung, auf kulturelles Erbe und Crossover-Ansätze. Um zum Beispiel Einsatzmöglichkeiten von Games im Unterricht zu erproben, haben wir unsere Initiative Games machen Schule ins Leben gerufen, zusammen mit Expertinnen und Wissenschaftlern. Herr Professor Offenhanger ist auch mit vertreten. Im Rahmen dieser Experten prüfen wir mit einer Machbarkeitsstudie in Nordrhein-Westfalen und mit einem Modellprojekt in Berlin, wie digitale Spiele im Regelunterricht eingesetzt werden können. Games können auch Wegweise für die Herausforderung der Bewahrung unseres kulturellen Erbes sein. Mit ICS, Internationale Computerspielesammlung, möchten wir gemeinsam mit unseren Initiativpartnern in Deutschland die weltweit größte Sammlung von Games etablieren. Sie soll, also ICS, als zentrale Anlaufstelle für Forschung, Lehre und Journalismus dienen. Die Bestände der Initiativpartner, die übrigens über 60.000 sind, wurden bereits virtuell in einer Datenbank zusammengeführt. Der nächste Schritt ist die
physische Zusammenlegung der Sammelobjekte, der Sammlungsobjekte unter einem Dach. Dies kann nur durch eine Finanzierung unter anderem auch durch den Bund erfolgen. Wir verfolgen auch Crossover-Ansätze. Hier möchte ich gerne unsere Initiative Erinnern mit Games kurz erwähnen. Games bieten kreative digitale Orte für die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Mit unserer Initiative möchten wir zeigen, welchen Beitrag Games für die Erinnerungskultur im digitalen Zeitalter leisten können. Und im Rahmen dieser Initiative haben wir deshalb einen interdisziplinären Dialog zwischen Vertreterinnen der Gamesbranche und der Erinnerungskultur ins Leben gerufen, um gemeinsam zu erörtern, wie zum Beispiel eine sensible Aufarbeitung der NS-Verbrechen mit digitalen Spielen möglich ist. Als Stiftung Digitale Spiele Kultur schwebt uns natürlich eine Gesellschaft vor, die alle Chancen und Potenziale digitale Spiele kennt und nutzt. Ich bin auch gleich fertig. Gerne unterstützen wir den Bund dabei, die volle Brandbreite der Möglichkeiten des Gaming-Universums zu nutzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführungsrunde. Wir kommen dann jetzt in die Fraktionsrunden. Es beginnt als Einbringer die FDP. Herr Hacker, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Sachverständigen für die Übersendung der Stellungnahme und die Bereitschaft, heute zum Thema Games und damit natürlich auch Serious Games mit uns zu sprechen. Wie es bereits in einigen Stellungnahmen angeklungen ist, sind digitale Spiele mehr als bloßer Zeitvertreib. Games sind auch Wirtschafts- und Kulturgut. Games können begeistern, Geschichten erzählen, in fremde Welten eintauchen lassen, Wissen vermitteln und Bewegungen und Arbeitsabläufe spielerisch antrainieren. Games sind so vielfältig und abwechslungsreich wie ihre Einsatzfelder. Gerade ansichtlich der Corona-Pandemie mit Lockdown, Homeoffice und Homeschooling gewannen Spiele an weiterer Bedeutung. Umso bedauerlicher ist es jedoch, dass der Markt der Spieleentwicklung in Deutschland trotz steigenden Absatzes insgesamt nicht über 5% ansteigt und weiterhin stagniert. Hier liegt viel Potenzial brach, was es zu heben gibt. Insbesondere im Bereich digitaler Kompetenzvermittlung gibt es viel zu tun. Serious Games und Gamification können einen wichtigen Beitrag leisten, nicht nur notwendige Digitalkompetenzen zu vermitteln, sondern auch Schlüsselkompetenzen sowie Wissen für die Schule oder den Berufsalltag. Hier hakt es aber noch gewaltig. Unserer Ansicht nach gibt es großflächige Baustellen, sowohl bei der Entwicklung als auch bei der nachfolgenden Verbreitung. Hemmnisse sehen wir bei vielen Fachkräften aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland. Fehlende Ausbildung, fehlende Breitenwirkung, immer noch unzureichende Aufträge, auch durch die öffentliche Hand und eine fehlende digitale Vermarktungs- oder Vertriebsplattform. Meine Fragen, liebe sehr geehrte Frau Kruse, an Sie zuerst. Sie sind nicht nur Gründerin und Spieleentwicklerin, sondern auch Professorin für angewandte Spielkonzepte an der Hochschule in Mainz. Meine Heimatstadt Bayreuth hat an der Universität auch einen Studiengang Computerspielwissenschaften. Doch solche Studiengänge sind noch recht selten. Wie bewerten Sie die Ausbildungssituation in Deutschland und in der Schule und an den Hochschulen? Braucht es mehr Studiengänge, mehr Lehrstühle, bessere Ausbildung, um den Fachkräftebedarf zu decken? Und ein zweiter Punkt, Fachkräfte könnten auch aus dem Ausland kommen. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten und auch die Unterstützung durch unsere geltende Einwanderungsregularien? Gäbe es hier Optimierungsbedarf? Und falls der Herr Falk von meinen 38 Sekunden dann was abhaben kann und vielleicht auch Sicht des Games-Verbandes dazu auch noch was sagen könnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hacker. Für die CDU-CSU, Herr Bernstiel, bitteschön. Vielen Dank auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die zuvor übersandten Stellungnahmen und auch für die kurzen Impulse an die Sachverständigen. Wir hatten ja uns im Ausschuss schon dazu verständigt, es herrscht Konsens darüber, dass die Games-Branche nach wie vor ein sehr wichtiger Markt ist, aber noch ausbaufähig ist, wenn wir da jetzt für Deutschland sprechen. Ich will mich auch gar nicht lange der Vorrede aufhalten und gleich zu meinen Fragen kommen. Ich möchte an Herrn Falk die Frage richten, wenn Sie hatten ja bereits genannt, die Bundesregierung unternimmt einiges in der Games-Förderung, aber wenn Sie jetzt aus Ihrer spezifischen Sicht sich einen Punkt herausgreifen könnten, wo Sie sagen würden, da müsste man als erstes und mit noch viel mehr Nachdruck anfangen, als man das bisher getan hat. Welcher Punkt wäre das Ihrer Meinung nach? Und dann habe ich noch eine Frage an Frau
Uzunoglu, ich hoffe, ich habe auch den Namen korrekt ausgesprochen. Sie sprachen ja die internationale Computerspiele-Sammlung an. Und wie viele, nennt man das denn, Ausstellungsstücke? Das sind ja eher so lebendige Stücke, wenn man denn von Computerspielen redet. Hatten Sie ja schon die große Zahl genannt. Aber wie wären denn jetzt konkret aus Ihrer Sicht die Vorteile, wenn man so etwas einrichten würde, beziehungsweise wenn sich jetzt der Bund mit einbringen würde? Woraus würde sich sofort ein Benefit ableiten, wenn man so eine internationale Computerspielesammlung sozusagen initiiert und auch entsprechend mit Möglichkeiten ausstattet? Das waren meine zwei Fragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die AfD, Herr Renner, bitte. Ja, danke schön für Ihre einleitenden Worte und für Ihre Dokumentation, die Sie uns zugeschickt haben. Ich würde in der ersten Runde mich an den Herrn Falk wenden wollen. Ganz grundsätzlich sind wir als Alternative für Deutschland Ihrer Branche grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Trotzdem gibt es natürlich eine Reihe von Punkten, die man ansprechen muss. Und alle diese Punkte wird man in diesem Diskussionsgenre eigentlich gar nicht absprechen können, aber deshalb hier nur stichpunktartig drei Punkte. Erstens mal ganz grundsätzlich, warum sollte der Steuerzahler eine Branche finanziell unterstützen, die ohnehin seit Jahren massiv boomt? Gott sei Dank. Eine Pressemeldung Ihres Verbandes vom 21. März dieses Jahres berichtet von einem Wachstum von immerhin und stolzen 32% des deutschen Games-Marktes im Corona-Jahr. Jetzt haben wir natürlich in diesen Corona-Zeiten Branchen, die im gleichen Zeitraum massivste Einbußen hatten. Was macht sie also als Game-Branche so viel wertvoller für den Steuerzahler, dass er ihnen noch höhere finanzielle Unterstützung gewähren sollte? Zweitens, wir sind absolut einig mit Ihnen, entsprechend Ihrer vorhergehenden Dokumentation. Wir sind einig mit Ihnen, dass wir in Deutschland in Sachen Digitalisierung massiv aufzuholen haben. Aber das betrifft natürlich nicht nur, aber vielleicht zuallererst den Bildungssektor. Wie uns nicht erst, aber auch und gerade das vergangene Jahr, gerade auch in der Corona-Zeit, sehr eindrücklich bewiesen hat. Ich habe sehr viele Gespräche mit Eltern geführt. Von Kindern, die in diesen Zeiten sehr schwer bildungsmäßig voranzubringen waren. Das ist aber ohnehin eine grundsätzliche Aufgabe, die zunächst gar nicht mit Ihrer Branche in Verbindung zu bringen ist. Ihnen ist also daran gelegen, beispielsweise sogenannte Serious Games an Schulen besser zum Einsatz zu bringen. Daran knüpft sich die nächste Frage. Drittens, Sie selbst unterscheiden in Ihrer Vorabstellungnahme bereits zwischen Serious Games, also Spielen mit einem bestimmten Lerneffekt einerseits, und kommerziellen Unterhaltungsspielen andererseits, die aber dennoch angeblich und oder auch scheinbar einen pädagogischen Mehrwert haben und bieten. Und genau an diesem Punkt fangen unsere Bauchschmerzen an. Ist es überhaupt möglich? Und wenn ja, wer definiert und überwacht die Einhaltung klarer Vorgaben und Grenzen, sodass es innerhalb dieser Spiele zu keiner unstatthaften ideologischen Beeinflussung kommt? Dankeschön. Okay, vielen Dank. Für die SPD, Frau Schmidt. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für Ihre Präsentation. Ich glaube, das ist ja schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Und mich hat dabei besonders umgetrieben, wenn ich nochmal auf das eingehe, was Herr Falk auch genannt hat, dass wir einer der größten Absatzmärkte sind für Games und dass aber der Umsatzanteil deutscher Games-Entwicklungen stagniert eigentlich, was ja verwunderlich ist, denn wenn die Absatzmärkte groß sind, findet man ja auch immer wieder die Menschen, die vor Ort genau dahingehend investieren. Und mich würde schon mal näher interessieren, wie diese Diskrepanz zu erklären ist, dass sich da nichts bewegt, obwohl auf der anderen Seite sehr vieles in Bewegung ist, auch was die Umsätze angeht. Und das Zweite ist, Sie haben auch davon gesprochen, dass praktisch hier dieses Level Playing Field mit gleichen Wettbewerbsbedingungen. Wie sind die denn eigentlich zu erreichen, dass wir die haben? Und
Was mich auch besonders interessiert, und da möchte ich nochmal die Frage an die Vertreter auch der Hochschulen, ob die vielleicht mehr darüber wissen. Wenn gesagt wird, wir brauchen in Bezug auf die Hinführung der Schülerinnen und Schüler oder jemand hat von jungen Kindern gesprochen, brauchen wir eigentlich mehr in Bezug auf die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben ja immer noch an Schulen Lehrer, die jetzt in der Corona-Pandemie plötzlich konfrontiert waren mit digitalem Unterricht und vielen anderen Punkten mehr. Wie ist das überhaupt heute in der Lehrerausbildung? Haben Sie darüber Kenntnisse, dass wirklich digitale Kompetenzen zum normalen Ausbildung, der pädagogischen Ausbildung von Lehrer und Lehrern gehört wird? Und das Zweite ist, inwieweit gehen Sie, wenn wir wirklich an Kinder und an Schüler herangehen, inwieweit achten Sie alle darauf oder in der Branche wird darauf geachtet, dass wir wirklich barrierefreien Zugang haben zu den verschiedenen auch Spielen? Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man Blinde kann man vertonen. Bei Tauben wird es schon schwieriger, wenn Menschen nicht hören. Aber auch die Frage von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen oder auch wenn man ins Alter geht mit demenziellen Erkrankungen. Wie sieht eigentlich die Heranführung an die Spiele aus in einem barrierefreien Umfeld? Weil ich glaube, dass bei dem, was Sie gesagt haben, Potenzial, was müsste passieren, ist das für mich nochmal ein ganz wichtiger Bereich, wenn wir auch wirklich den pädagogischen oder den Serious Games Effekt auch stärken wollen, dass er dann wirklich zugänglich ist für alle. Vielleicht für die erste Runde erstmal bis hier. Vielen Dank. Für die Linke Frau Bayantos, bitte. Ja, auch von mir vielen Dank für die Inputs und für die vorher geschickten Einschätzungen des Antrages. Auch von meiner Stelle, von unserer Seite Dank an die FDP für die, ja, diese Anhörung, die ja auf Initiative der FDP zusammen zustande gekommen ist. Ich habe mich zugegebenermaßen mit Games bisher kaum beschäftigt und finde das total spannend, weil ich glaube, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, hat man immer ein relativ eindimensionales Bild auf Games und stellt sich dann vor, so irgendwelche Nerds in irgendwelchen Hinterzimmern, die Ballerspiele machen oder so. Aber dass Games viel mehr sind, das war mir zwar theoretisch klar, aber es ist schön, das hier nochmal zu hören, dass es eben natürlich ein Kulturgut ist. Und hier und heute im Ausschuss für Kultur und Medien muss es um die Frage gehen, wie man Games als Kulturgut fördert und nicht als Wirtschaftsgut. Das wäre uns wichtig und das wurde ja hier, wie gesagt, auch deutlich. Also Stichworte wie Gruppenbildung oder Diversität, Spiele als Mittel zur Stärkung, zum Empowern, für Medien, um Medienkompetenz zu lernen oder wie die Welt ein besserer Platz werden könnte. Erinnerungskultur war ein Stichwort und ich finde das wirklich total faszinierend, weil wir hatten heute zum Beispiel, sprachen wir auch über Orte der Demokratie und das wäre natürlich Games und Orte der Demokratie, Geschichten erzählen, eben nicht nur anhand von Bauten, sondern Geschichten von Menschen erzählen und selbst erlebbar machen, da wird es ja dann spannend. Und ich glaube, gerade jetzt, wo die Zeitzeuginnen immer mehr einfach nicht mehr da sind, weil sie sterben, wird sowas als Mittel, glaube ich, umso wichtiger. Und dieses Potenzial auszuschöpfen, fände ich total spannend. Ich finde es überraschend, es ist wirklich auffallend, dass mehr Frauen als Männer uns gegenüber sitzen. Das freut mich sehr. Mich würde aber interessieren, welche Rolle Frauen denn in dieser Branche eigentlich spielen, weil ich muss zugeben, dass ich davon ausging, dass es eine männerdominierte Branche ist und wie es Frauen da eigentlich geht, und zwar als Spielende und aber auch als Entwicklerinnen und so weiter und so fort, ob sie da respektiert sind in der Branche und so weiter und ob so eine Förderung von Games nicht auch geknüpft werden müsste an Diversity-Kriterien, also ob eine Diversity-Checkliste zum Beispiel sinnvoll sein könnte, um dann durch eine Förderung auch Diversität in dieser Branche zu fördern und auch Barrierefreiheit. Da will ich aber gar nicht so sehr auf gehandicapte Menschen eingehen, sondern Barrierefreiheit auch aus sozioökonomischer Sicht, aus Sprachsicht und so weiter und so fort. Also Barrierefreiheit auch für Menschen, die
ja, bildungsfern finde ich immer so ein furchtbares Wort, aber Barrierefreiheit, so dass alle gesellschaftlichen Gruppen auch Zugang haben zu solchen Geschichten. Das wären so meine Fragen, die ich jetzt einfach mal in die Runde werfe. Und wer immer mag, geht darauf ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Stump, bitte. Ja, und vielen Dank fürs Wort und für diese Anhörung. Es wurde erwähnt, Games werden inzwischen quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen und auch durch alle Altersgruppen gespielt, nicht erst seit der Pandemie, aber die Pandemie hat dem Ganzen noch einen Schub gegeben. Und so vielfältig wie unsere Gesellschaft ist, so vielfältig sind eben auch die Spiele. Es gibt übrigens eine Abgeordnetengruppe Games, die sich schon während der ganzen Legislatur mit diesem Thema beschäftigt und auch damit beschäftigt, diese Vorurteile, wie sie in weiten Teilen der Bevölkerung gegen Games gibt, eben aufzuarbeiten und auch für die Anerkennung von E-Sports als gemeinnützig eintritt, weil auch das ein wichtiger Teil der Kultur inzwischen geworden ist. Für mich als medienpolitische Sprecherin, aber auch als bildungspolitische Sprecherin gilt vor allem die pädagogische Perspektive und der Jugendmedienschutz. Unsere Perspektive ist, Computerspiele sind eben in erster Linie als Kulturgut und nicht als Wirtschaftsgut anzusehen. Deshalb befürworten wir auch bei der Förderung einen Kulturtest für Computerspiele. Reine Wirtschaftsforderungen von Games lehnen wir ab, weil die Gamesbranche boomt wir auch andere Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft haben, die wirtschaftlich deutlich schwächer aufgestellt sind und während der Pandemie auch gewaltig gelitten haben im Gegensatz zu Games. Mir ist auch wichtig die Begriffstrennung. Es wird hier immer geredet von Serious Games als Lernspiele. Als jemand, die vor 20 Jahren schon die ersten Fortbildungen von Lernsoftware mitgemacht und gestaltet hat, ist es mir wichtig, es gibt schon eine Schnittmenge. Aber Serious Games haben diesen Erlebnischarakter und Lernspiele haben einen pädagogischen Fokus. Die Schnittmenge ist groß, aber trotzdem ist beides nicht gleichzusetzen. Das ist dann auch im Hinblick auf die Forderung, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Meine Fragen gehen an Professor Dr. Aufenanger. Welche Bedeutung hat das Thema Jugendschutz und Jugendmedienschutz Ihrer Meinung nach im Hinblick auf Games und welche Rolle spielt Medienkompetenz? Wie könnte die noch besser gefordert werden? Und welche Wirkung können denn Lerncomputerspiele, Games im Schulalltag haben? Was sind geeignete Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine sinnvolle Integration von Games in den Unterricht? Und wo liegen die Grenzen, wo liegen die Herausforderungen und wo liegen auch die Risiken? Denn wie beurteilen Sie die Gefahr der sozialen Spaltung? Wer halbwüchsige Kinder hat, weiß, ein Computer, um zu arbeiten, muss weniger stark ausgerüstet sein als ein Computer, um tatsächlich Serious Games, also Games mit Erlebnischarakter zu spielen. Haben wir nicht da auch die Gefahr der sozialen Spaltung? Vielen Dank. Das war die Fragerunde der Abgeordneten und der Fraktionen. Wir kommen dann zur nächsten Antwortrunde durch die Sachverständigen und in der gleichen Reihenfolge rufe ich als erstes wieder Frau Professor Ackermann auf und danach die anderen dann. Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank. Dann wähle ich mir ein paar der Fragen aus, die in meine Richtung gelesen werden konnten. Das eine war ja die Frage nach der Ausbildung der LehrerInnen, ob da jetzt digitale Spiele oder generell digitale Technologie eine größere Rolle spielen. Mein Eindruck ist, dass das schon so ist, dass jetzt nach und nach eigentlich alle Studiengänge, die in die Richtung ausbilden, auch im digitalen Bereich mit abbilden. Aber häufig ist es dann immer noch eher in Wahlmodulen verortet. Das heißt, man kann, wenn man möchte, sich immer noch dran vorbeilawinern. Und es sind auch nicht unbedingt jetzt digitale Spiele, die dann den Hauptfokus ausmachen. Aber es tut sich schon was. Also von der Idee her können frisch ausgebildete LehrerInnen mit entsprechenden Ideen schon in die Schulen kommen. Es ist aber noch kein Automatismus, dass das auch so passiert. Das Zweite, was ich noch rauspicken würde, war die Rolle von Frauen. Da wird wahrscheinlich Linda Kruse gleich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen können. Ist aber auch so ein bisschen was in meinem Fokus, weil tatsächlich Frauen es immer noch schwieriger haben. Insofern wäre es auch aus meiner Perspektive wichtig, dafür Bewusstsein zu kreieren, dass das nicht nur eine Männerdomäne ist und dass Frauen genauso ihre Berechtigung haben, nicht nur als Spielende, sondern eben auch als Entwickelnde und als Gestaltende.
Weshalb ich auch die Anregung spannend fand, die eben kam, dass es so eine Art Diversity-Check geben könnte, vielleicht im Kontext der Förderung, dass man direkt schon mit hinterfragt, wer entwickelt denn die Spiele, an wen richten die sich und wie kann man noch mehr Pluralität auch in der Erfahrung generieren. Das wäre jetzt so eine Überleitung zum Thema Barrierefreiheit. Und da kam ja vorhin auch schon auf, dass es manchmal schon daran scheitert, dass dann die Geräte nicht in den Schulen oder die Infrastrukturen vorhanden sind, dass man mit Geräten arbeiten kann. Also Zugang ist quasi ja schon eine erste Hürde, die häufig auftaucht. Aber zusätzlich ist es auch wichtig, dass in der Spielentwicklung mitgedacht wird, dass ich unterschiedliche, ja auch wieder ist das gleiche Wort, unterschiedliche Zugänge schaffen kann, dass ich zum Beispiel eine Alternative habe zwischen Ton- oder Sprachausgabe und Textausgabe oder wie wichtig sind letztlich visuelle Elemente, kann ich die runterfahren, dass eben andere Elemente mir eher Hinweise geben, wie ich mich im Spiel verhalten kann, kann ich zwischen Komplexität von Sprache auswählen, also dass man, also das würde natürlich, wenn man jetzt sagt, man macht so einen Diversity-Check, vielleicht könnte man das mitfokussieren, dass man sagt, okay, dezidiert geht es auch immer um Barrierefreiheit. Und wenn ihr euch jetzt auf eine Förderung bewerben möchtet, dann haltet das auf jeden Fall auch im Blick. Und das sind Dinge, die uns vielleicht dann in der Förderung auch wichtig wären. Genau, das waren, glaube ich, jetzt erstmal so meine Antworten für Runde 1. Vielen Dank. Und Herr Professor Aufenlanger, bitte. Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Auch ich möchte auf die von Frau Stump antworten. Wir haben, denke ich, eine sehr gute Forschungslage zum Einsatz von Serious Games oder pädagogisch orientierten Spielen. Ich finde es ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden. Im Englischen gebrauchen wir eigentlich diese Begriffe gar nicht, sondern reden eigentlich von Digital Games und meinen damit, dass eigentlich alle Spiele prinzipiell auch Lernen fördern können. Und es gibt auch angeblich pädagogische Spiele, die gar keinen Effekt haben, pädagogischen Effekt, wie Forschung zeigen kann. Also das vermengt sich so ein bisschen. Deswegen, aber insgesamt ist die Forschungslage zum Einsatz von Computerspielen international und auch im deutschen Bereich relativ gut und zeigen positive Aspekte, wenn sie, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, unter fachdidaktischen Gesichtspunkten noch eingesetzt werden. Es lässt sich sehr gut zeigen, dass schon viele Fachdidaktiken, zum Beispiel auch Deutsch und Physik, schon früh angefangen haben, sich mit den Möglichkeiten, Potenzialen von Computerspielen auseinanderzusetzen und sehr gute Konzepte auch entwickelt haben, wie man lehrplangerecht und curricular entsprechend Computerspiele einsetzen kann. Was fehlt, das wurde auch eben schon bei dem Punkt deutlich mit der Lehrerinnenbildung, dass wir dort einen großen Nachholbedarf haben bezüglich der Potenziale der Computerspiele oder der Serious Games auch im pädagogischen Kontext. Ich denke aber, das wird sich mit der jüngeren Generation, die selbst Computerspielerfahrener ist, im Lehramt auch vielleicht hoffentlich bessern. Ein anderer Punkt ist, welche Risiken sind damit verbunden, vor allem im sozioökonomischen Bereich. Das ist natürlich vollkommen richtig. Diese Erfahrung machen wir leider, dass auf der einen Seite die technische Ausstattung bei Familien mit aus sozioökonomisch niedrigem Hintergrund dort nicht gegeben ist. Es gibt einen schlechten Internetanschluss, meistens sind nur Smartphones zum WhatsAppen vorhanden, aber sozusagen die pädagogischen Möglichkeiten werden zu wenig ausgeschöpft. Deswegen denke ich, kommt der Schule eine ganz zentrale Aufgabe zu, hier Schüler und Schülerinnen aufzuzeigen. Und das betrifft auch den Punkt nämlich der Medienkompetenz. Wie können ich sinnvollerweise auch mit den digitalen Medien umgehen? Das betrifft nicht nur den technischen Aspekt, sondern auch für mich Informationen rausholen, mein Wissen aneignen. Wie kann ich die Potenziale von Serious Games und von Lernspielen insgesamt auch ausschöpfen? Und da müssen Lehrer und Lehrerinnen, denke ich, viel stärker darauf vorbereitet werden, diese Potenziale auch mit in den Unterricht reinzunehmen. Wir haben so ein bisschen so das Gießkannenprinzip, alle Schülerinnen und Schüler sind gleich und beachten gar nicht diese verschiedenen Hintergründe. Mit dem Jugendmedienschutz, denke ich, sind wir ja eigentlich in Deutschland, Europa führend in diesem Bereich. Und bei den entsprechenden Spielen, denke ich, haben wir eine ganz gute Art und Weise, mit der regulierten Selbstregulierung in Deutschland damit umzugehen, sodass ich da weniger ein Problem sehe. Aber vielmehr ist das Problem, was wir eben besprochen haben, die Zugänge zu schaffen zu den Möglichkeiten, Eltern auch zu informieren, welche Potenziale in diesen Spielen stecken. Auch das ist eine Form der Elternarbeit in pädagogischen Institutionen. Und da müssen wir, denke ich, stärker auch die KMK zum Beispiel mit einbeziehen und sie darauf hinweisen, dass dort differenzierter auch etwas ausgearbeitet wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Falk, bitte.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die vielen Fragen. Ich hoffe, Frau Butte, Sie gongen nicht zu früh. Ich versuche es schnell zusammenzufassen. Herr Hacker hat gefragt. Das macht der Computer. Ich mache das. Ach so. Das ist wie beim Gegenspielen. Dann hoffe ich auf ein Bonuslevel. Herr Hacker hat die Fachkräfte angesprochen. Da will ich nur einen schnellen Punkt sagen. Es ist nicht nur im Bereich Ausbildung wichtig, sondern wir haben auch gemerkt, im Bereich Forschung fehlt was in Deutschland. Gerade da noch mehr als bei der Ausbildung fast. Weil die Forschung kann nur ermöglichen, dass eine Transparenz reinkommt, auch in die positiven Dinge, die die Spiele haben. Nehmen wir mal künstliche Intelligenz. Das ist etwas, womit die Spieleentwicklung seit über 10 Jahren arbeitet. Es war nun nicht wirklich transparent. Und viele Fragen, die man sich jetzt im Moment stellt beim Thema künstliche Entwicklung, da gibt es schon längst Antworten in der Computerspieleentwicklung. Die ist nur nicht bekannt in anderen Bereichen. Da kann Forschung sehr helfen. Herr Bernstein, Sie haben mich gefragt, was wäre der eine Punkt, den ich mir wünsche. Sie können sich vorstellen, es gibt ganz verschiedene Fachkräfte, Gründungsunterstützung, Infrastruktur, Gemeinnützigkeit von E-Sport. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, die Art und Weise, wie wir das Thema angehen in den verschiedenen Bereichen, nämlich mit einer Konsequenz, mit einer Schnelligkeit, auch mal mit einer Experimentierfreudigkeit. Also manchmal ist es da egal, in welchem Bereich, dann doch zu bürokratisch oder zu vorsichtig. Und gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, man darf auch einfach mal experimentieren. Und bei digitalen Themen, und dazu gehören Spiele, muss man es auch einfach mal, um voranzukommen. Also das ist das, was ich mir wünsche. Frau Schmidt und Herr Renner, Sie haben gefragt, warum kommen wir nicht so richtig aus den Puschen als Deutschland? Das natürlich ist für den Erfolg der Computerspieleentwicklung sind verschiedene Aspekte wichtig. Was uns aber wirklich zurückgehalten hat in den letzten Jahren, ist, dass die Spieleentwicklung im Vergleich zu einem anderen Land in Deutschland bis zu 30% teurer war. Und das hat damit zu tun, dass die Games-Branche in Ländern wie Frankreich, England, Polen, Kanada, USA einfach stark unterstützt wurde. Und da hoffen wir, dass durch die Förderung genau das jetzt erreicht wird, nämlich dieses Level Playing Field, wo wir endlich aus eigener Kraft dann auch eine Wettbewerbsfähigkeit haben. Und Herr Renner, weil Sie gefragt haben, was bringt das dem Steuerzahler? In Frankreich hat man errechnet, dass für jeden Fördereuro, der bei Spielen investiert wird, 1,60 Euro zusätzliche Steuereinnahmen erwirtschaftet werden und 8 Euro Investitionen, die es sonst nicht gegeben hätte. Also ich glaube auch für die Staatskasse eine ganz gute Lösung. Sie haben gefragt zu der Thematik, Herr Renner, kommerzielle Spiele und Lernspiele. Ich glaube, das ist gar kein Gegeneinander. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt ein ganz tolles Spiel, das heißt Papers, Please. Da geht es um die Themen Migration, Einwanderung. Und das ist ein Spiel, das hat sich ganz stark verbreitet, weil die Menschen einfach Lust hatten, das zu spielen. Da spielt man Grenzbeamten und wird mit wirklich persönlichen Schicksalen, mit der Situation der Leute konfrontiert. Und das hat gleichzeitig einen ganz tollen Lerneffekt, den man vielleicht gar nicht so sofort mitbekommt, aber der auf jeden Fall da ist, um zu reflektieren, dieses wichtige Thema und die Situation von Flüchtlingen und auch eine sachliche Auseinandersetzung zu finden. Also ich glaube, ist eine tolle Möglichkeit. Und als letztes, um jetzt Frau Bayantos und Frau Stump da einfach nicht zu antworten. Als letztes, Spiele sind Kultur, Wirtschaft und Innovation zusammen. Das kann man nicht trennen. Deswegen muss man, glaube ich, auch aufpassen oder sollte man darauf achten, dass man nicht sagt, wir wollen nur den kulturellen Aspekt oder nur den wirtschaftlichen Aspekt in den Blick nehmen, sondern im besten Fall ist es ein Hand in Hand. Und gerade deswegen gibt es ja auch beispielsweise bei der Förderung den Kulturtest, der ist auch EU-rechtlich vorgeschrieben. Und da werden natürlich bestimmte Sachen abgefragt, die auch da sein müssen. Wenn man jetzt tiefer reingehen will, zum Beispiel im Bereich Diversity und Frauen in der Games-Branche, da haben wir selber als Branche noch eine ganze Menge vor. Deswegen gibt es zum Beispiel auch so eine Initiative von uns, wie hier spielt Vielfalt, wo wir sagen, wir wollen da noch viel erreichen. Und da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel beim Deutschen Computerspielpreis, das ist ja auch ein kultureller Preis der Bundesregierung, wo beispielsweise Spielerin des Jahres eine Spielerin geworden ist, die sich ganz stark auch für Frauenrechte einsetzt beim Streaming. Oder Länderförderungen, die dann Akzent geben können. Aber bei der Bundesförderung geht es wirklich um Level Playing Field, damit wir erstmal überhaupt mitspielen können. Und darüber hinaus gibt es dann Gestaltungsmöglichkeiten, wie die angesprochenen, um da auch noch dafür zu sorgen, dass wir da vorankommen. Vielen Dank für das Bonuslevel, Frau Butte. Sehr gern. Und Frau Kruse, bitte. Genau, ich versuche jetzt auch noch mal so ein bisschen die Sachen zu beantworten, nicht mich zu wiederholen zu dem oder nicht die anderen zu wiederholen. Ich hatte anfangs gesagt, dass ich mir mehr Akzeptanz durch die Öffentlichkeit wünsche. Was ich damit meinte, ist unter anderem,
das Diversitätsthema natürlich, dass halt eben aber auch Vorurteile gegenüber Spielen durch halt natürlich eben abgebaut werden, wenn sich halt mehr Leute damit beschäftigen und wenn halt eben auch diese Wichtigkeit und dieses Potenzial, das Spiele haben, halt eben stärker durch Nutzung im Unterricht, durch Akzeptanz eben in der Öffentlichkeit, durch die Politik eben auch nach außen dann wieder getragen wird. Und ich glaube, dann kann man nämlich sukzessive in der Gesellschaft das schaffen, dass diese ganzen Vorurteile, die gerade noch da sind, eben abgebaut werden und was sich eben, weil es da auch mit Förderung im MINT-Bereich mit Frauen, da ging es ja auch darum. Ich finde, das ist halt eine sehr stark gesellschaftliche Thematik, auch aus dem Spiel, was ich eben schon genannt hatte, in der Supergreen. Da haben wir halt sehr intensiv genau diesen Bereich uns angeguckt. Also was sind die Gründe, warum eben Mädchen ein geringeres Fähigkeits-Selbstwertkonzept haben im Bereich für technische Berufe, was dann halt auch eben dazu führt, dass sie zum Beispiel weniger in den informatiktechnischen Bereich gehen. Und da hängt halt eben sehr viel mit diesem Erleben von meiner eigenen Kompetenz wahr. Und in dem Moment, wo ich halt immer sage, hey, ihr seid ja so, also wir müssen euch halt fördern und wir wollen, dass ihr mehr in einen bestimmten Bereich geht. Auf der einen Seite ist es natürlich notwendig und positiv, auf der anderen Seite hat es halt diesen gegenteiligen Effekt, weil ich dann halt sofort merke, okay, ich bin irgendwie, es scheint niemand sonst in dieser Branche zu sein und ich bin dann so eine Randerscheinung und das hält dann auch wieder Leute davon ab, halt reinzugehen. Das heißt, man muss halt so eine Waage finden zwischen ja, das Fördern, aber eben halt aus den richtigen Gründen und eben halt eben stärker auch auf die Kompetenz gehen und stärker halt fördern, dass man eben Frauendiversität haben möchte, weil wir das halt aus reiner fachlicher Perspektive halt gebrauchen können. Und ich glaube, da hat sich in der Vergangenheit sehr viel getan. Ich sehe das sowohl in der an den Hochschulen, ich sehe es aber auch in den Leuten, die sich bewerben, dass da eben ja einiges in den letzten Jahren besser geworden ist und das jetzt noch so ein bisschen dauert, bis wir dieses Nerd-Klischee hoffentlich dann irgendwann auch mal abhaken können. Genau, also das finde ich halt wichtig. Zum Fachkräftemangel würde ich gerne auch noch kurz sagen, ein großer Teil, also wir haben Fachkräftemangel, ein weiterer Aspekt ist aber, dass die Leute, die halt ausgebildet werden im Games-Bereich, ob da wieder Programmierung oder Design ist, die werden halt abgeworben von anderen Industrien, weil halt die Kompetenzen, die man erwerbt, die sind halt, die wir hier haben und die wir brauchen, um Spiele zu entwickeln, so vielfältig sind, dass die Automobilindustrie halt sagt, die Leute, die brauchen wir, weil wir brauchen deren Wissen, damit wir uns da weiterentwickeln können. Und ich glaube, das ist ja auch ein Zeichen, dass halt eben, das war die Frage mit Ausbildungssituation, da Ausbildung, Promotion, Forschung zu fördern, ist halt ein guter Aspekt, weil wenn andere Industrien meine potenziellen Mitarbeiter sozusagen abwerben, dann kann das ja gar nicht so schlecht sein. Genau, soweit jetzt erstmal dazu. Vielen Dank. Frau Usunolo. Ich möchte gerne mit der Frage von Herrn Hacker anfangen oder beginnen, und zwar, welche Vorteile eine internationale Computerspielesammlung hier für uns in Deutschland bringen würde. Zum einen wäre ich natürlich in Deutschland Vorreiter, weil es würde hier in Deutschland weltweit. Können Sie etwas lauter reden? Wir verstehen Sie ja, ganz natürlich. Schlecht. Das liegt an meinem Niveau, glaube ich, gerade, weil ich versuche es auf alle Fälle verbunden. Ich meinte, die Vorteile von CS und Witz habe ich mich aber doppelt. Wir verstehen Sie wirklich ganz schlecht, sehr verzerrt und sehr schlecht, also akustisch okay. Schlecht, hallisch und leise. Okay, können Sie mich jetzt besser verstehen? Ein wenig, versuchen Sie es okay. Einfach, bleiben Sie einfach mit näher der dran. Genau, ich versuche mal die Kamera auszumachen. Ich glaube, ich habe gerade Probleme mit meinem WLAN. Das ist manchmal so, dass der WLAN-Empfang nicht so nicht so gut ist. Ich versuche es mal ohne Kamera, vielleicht können Sie mich dann besser verstehen. Ich wollte dann auf die Frage von Herrn Hacker eingehen in Bezug auf ICF und welche Vorteile ICF hier in Deutschland bringen würde. Zum einen natürlich
sind Games ein Kulturgut und wie alle anderen Kulturgüter auch, die gesammelt werden und eine Sammlungsstätte haben, sollten Games auch selbstverständlich auch als ein Kulturgut gesammelt werden und einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und zugänglich gemacht werden. Und Mehrwert einer ICS-Sammlung in Deutschland ist zum anderen auch in ihrer Art national wie international natürlich einmalig. Und eine Anlaufstelle für Forscherinnen, Expertinnen oder Journalisten, Studenten. Auch sowas in der Form haben wir noch nicht hier in Deutschland. Und mit der internationalen Computerspielesammlung entsteht die, wie bereits erwähnt, die weltweit größte öffentlich zugängliche Games-Sammlung für fachkundiges Publikum und für die breite Öffentlichkeit. Wie gesagt, das gibt es halt so in der Form noch nicht. Und es könnte auch natürlich ein Vorbild und ein Wegweiser zur Archivierung von Digitalgütern sein. Auch da stecken wir noch in Kinderschuhen und auch diesbezüglich fehlen uns in Deutschland noch die Erfahrung. Und die internationale Computerspiele-Sammlung, wie der Aufbau dieser Sammlung, könnte auch hier ein Wegweiser sein. Darüber hinaus möchte ich sehr gerne auf die Punkte von Frau Borentius eingehen im Kontext Erinnerungskultur und Demokratiebildung. Auch hier, wir haben mit unserer bisherigen Arbeit als Stiftung Digitale Spielekultur gezeigt, wie groß das Interesse der Erinnerungskultur, der digitalen Erinnerungskultur mit Games zu vermitteln ist. Als wir vor knapp 2 Jahren damit mit unserer Initiative, jetzt ist meine Zeit fast vorbei, okay, als wir mit unserer Initiative gestartet sind damals, haben sich wirklich relativ wenig Gedenkstätten und Museen interessiert. Und mittlerweile haben wir bundesweit so viele Partner, die halt an diesem Thema interessiert sind und auch hier ihre Arbeit vorantreiben möchten, dass wir eine Förderung durch den Bund, auch nicht nur uns als Stiftung, sondern auch Gedenkstätten, Museen in diesem Kontext sehr, sehr begrüßen würden. Auch das Thema Demokratiebildung. Wir haben auch hier eine Fachtagung umgesetzt, ein Game Jam umgesetzt und aufgezeigt, wie mit den Potenzialen und die Chancen, die Games bieten für die demokratische Bildung oder für die politische Bildung, dass es ganz, ganz wichtig ist, weil junge Menschen spielen. Das ist deren Medium und den mit ihrem Medium zu begegnen. Und auch vor dem Hintergrund, dass viele Games auch das Thema Demokratie auch aufgreifen, wie zum Beispiel in dem Spiel Souverän, was auch in Berlin, von einem Berliner Studio entwickelt wurde, wo halt unterschiedliche Staatensysteme der Spieler spielen kann und auch dabei sich mit politischen Systemen auseinandersetzen kann. Oder auch die Wertevermittlung, Wertediskurs oder auch interreligiösen Diskurs, was wir heute in der politischen Bühne erleben zum Teil und auch mit im Kontext des Antisemitismus eignen sich halt Games auch ganz besonders dafür, eine Wertebildung oder einen interreligiösen Diskurs mit jungen Menschen zu gehen, weil viele Spieler haben so eine Art Gottmodus und oder man spielt in Spielen auch einen Schöpfer oder Schöpferin und über solche Aspekte. Aber Sie sind jetzt 2 Minuten drüber. Oh, Entschuldigung, ja. Sorry. Nee, ich habe ja, ist ja völlig in Ordnung. Bonuslevel gibt es auch, haben wir eben festgestellt. Aber ja. 2 Minuten drüber, heben Sie sich für die nächste Runde auf noch, ja? Mache ich gerne. Vielen Dank, Frau Usunolu. Dann würde ich nämlich gerne, sonst kommen die Abgeordneten nicht mehr dazu, in Ihre zweite Fragerunde zu gehen. Wir wollen ja dann auch noch eine Antwortrunde haben. 2 Minuten erinnere ich nochmal an die Fraktionskolleginnen und Kollegen, dass wir die Runde etwas kürzer machen jetzt. Und das hat als erster wieder für die FDP Harker das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die erste Antwortrunde. Herr Falk, beim Level Playing Field hätte ich trotzdem noch mal eine Nachfrage. Wir haben ja jetzt eine Games-Förderung, die erst sehr zögerlich loslief und vielleicht auch erst noch an Schlagkraft gewinnen muss, aber wie ist die Aufnahme durch Ihre Mitgliedsunternehmen? Sind Sie zufrieden mit der Einfachheit, mit der Schnelligkeit, mit der unbürokratischen Unterstützung? Gleicht es die Nachteile der Förderung in anderen Ländern schon ausreichend aus? Ein zweiter Punkt, ich habe es bei meinen einführenden Worten schon angesprochen, ist bei Großprojekten, die namhafte Firmen auslösen, in Auftrag geben, haben wir ja oft
die Situation, dass sehr gute Ergebnisse rauskommen, aber die der Allgemeinheit oder einer breiten, auch mittelständischen Wirtschaft nicht zur Verfügung stehen, weil es natürlich auftragsbezogene Arbeiten sind, die dann auch vom Unternehmen ja, genutzt werden wollen und nicht den Mitbewerbern zur Verfügung stehen. Öffentliche Auftraggeber halten sich, so hören wir, eher zurück. Könnte das eine Möglichkeit sein, dass von Ministerien, von Instituten Aufträge erteilt werden, die dann zu Ergebnissen führen, zu Produkten führen, zu Anwendungen führen, die für einen breiten Mittelstand dann vielleicht auch preiswerter, sichtbarer, transparenter, schneller wahrgenommen werden können? Vielen Dank. Für die CDU-CSU Herr Bernstiel nochmal. Bitte. Vielen Dank auch für die Anmerkungen und Antworten der übrigen Experten. Viele Fragen auf meiner Liste sind tatsächlich schon abgearbeitet. Eine ist jedoch noch übrig. Die würde ich jetzt in die Runde geben, weil ich sie nicht direkt adressieren kann. Und zwar wurde ja schon gesagt, dass es der Games-Branche, dass sie natürlich finanziell auch zulegt, dass die Entwicklungen insgesamt positiv sind. Wir haben auch gesprochen über Dinge, die bereits der Staat tut und wo er sich noch besser engagieren könnte. Mich würde jetzt interessieren, mit Blick auf die europäische Ebene und gern vielleicht auch auf die Märkte USA und Asien, gibt es denn Best-Practice-Beispiele, wo sich die dortigen Regierungen gewinnbringend eingebracht haben oder wo Rahmenbedingungen seitens der Politik geschaffen wurden, von denen wir uns in Deutschland tatsächlich etwas abschauen könnten und sagen könnten, das wäre etwas, das ließe sich noch zu den vielen Maßnahmen, die wir bereits angestoßen haben, noch hinzutun und das wäre tatsächlich gewinnbringend. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Danke. Vielen Dank. Herr Renner für die AfD. Ja. Sehr verehrte Frau Uzunoglu, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, mit der Sie ja auch implizit um weitere und umfangreichere Staatsmittel werben, dass Games auch große Chancen für kulturelle und zivilgesellschaftliche Themen und Herausforderungen bieten. Ich formuliere das jetzt mal um und sage, Games bieten ein hervorragendes Potenzial, um unbemerkt ideologisch zu indoktrinieren und Inhalte zu vermitteln, die der Nutzer oder Käufer vielleicht gar nicht speziell erwerben oder zur Kenntnis nehmen möchte. Und gerade auch und vor allem beginnen bei unseren Schul- oder gar Vorschulkindern. Ich will festhalten, dass wir beispielsweise an der von Ihrer Stiftung propagierten Liste massive Zweifel am vermeintlichen pädagogischen Mehrwert einer ganzen Reihe der genannten 80 Spiele hegen. Damit wir uns klar verstehen, natürlich ist grundsätzlich pädagogisch sinnvoll, hier das zu nutzende Potenzial gegeben und auch zu nutzen. Aber das kann auch fehlgeleitet werden und dann kann es erheblich schaden. Hat halt alles seine zwei Seiten. Gehen wir einmal vom spezifisch pädagogischen Bereich weg, frage ich Sie, kann, soll, muss wirklich jedes Spiel überhaupt einen pädagogischen Mehrwert haben? Ist es überhaupt ein Mehrwert, wenn Spielcharaktere, in deren Rollen die Kinder, die Jugendlichen dann schlüpfen oder gar gezwungen sind, sich alleine im Kinderzimmer mit zum Beispiel ohne pädagogische Begleitung, mit Homosexualität, mit Bisexualität auseinanderzusetzen? Müssen klassische Aufbau- und Strategiespiele, ja, da habt ihr wieder Probleme, ist ja klar, sich beispielsweise tatsächlich und unbedingt mit ideologisiertem Klimaschutz auseinandersetzen? Kann man alles machen, wir sind ja ein freies Land, wollen es auch bleiben. Aber muss und sollte der Steuerzahler das dann auch wirklich bezahlen, finanziell unterstützen? Ich sehe hier wirklich eine erhebliche Gefahr von opportunistischen Gefälligkeiten an den Zeitgeist und an die Politik, um dadurch an Staatsgelder zu gelangen. Können Sie das entkräften? Dankeschön. Für die SPD Frau Schmidt, bitte. Ja, ich möchte aber darauf eingehen, dass Sie ja auch gerade die Frau Uzunoglu gesagt hat, dass sie bei dieser Liste auch Bewertungen vornehmen in Bezug auf den pädagogischen Mehrwert, den auch Spiele bieten können. Und mich würde da schon mal interessieren, welche Kriterien dabei im Vordergrund steht und
wie Sie im Grunde genommen auch bei der Bewertung, ich nehme jetzt mal Barrierefreiheit oder Sie haben ja bei der Erinnerungskultur gesagt, dass Sie sehr stark mit den Gedenkstätten auch zusammenarbeiten, inwieweit Sie immer die Experten und Experten, also die Spieleentwickler, Experten und Expertinnen in eigener Sache mit dazu nehmen, weil man kann etwas als barrierefrei deklarieren, aber es ist nicht unbedingt barrierefrei, wenn man mal aus der Perspektive der Betroffenen daran geht. Und da würde ich einfach fragen, gibt es da Erkenntnisse, inwieweit die einbezogen werden? Wir haben zum Beispiel hier im Bundestag bei der Frage auch der Führungen in der Kuppel immer auch Menschen mit geistiger Behinderung, Blinde oder andere dazugeholt, um mit denen ein Projekt zu entwickeln, wie man am besten all das darstellen kann, was da ist. Also darum geht es mir hier. Und das Zweite ist, wenn Sie das sehen, Sie haben ja auch von Ihrer praktisch von Ihrer Modellprojekt gesprochen, das Sie jetzt in Schulen haben. Haben Sie dazu auch schon Erkenntnisse, wie die Corona-Pandemie und damit auch die stärkere Konfrontation ja von allen Schülerinnen und Schülern und auch Lehrern mit der neuen Situation auch spielerisch zu lernen oder auch andere Formen des Lernens und der Vermittlung zu finden, wie sich das darauf ausgewirkt hat, auch in Bezug auf Nachfrage nach pädagogisch wertvollen Spielen, die es ja gibt und die auch unterstützt werden sollen. Und wo könnte da der Staat auch helfend eingreifen, damit mehr davon auch gefördert wird und mehr davon zu den Schülerinnen und Schülern kommt? Vielen Dank. Für die Linke Frau Barrientos nochmal. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank. Unanständige Fragen muss man übrigens nicht beantworten, die kann man einfach ausblenden, nur so als Tipp am Rande, dass Sie sich da nicht Ihre Zeit verschenken. Mich würde interessieren nochmal, ich habe eine Frage zu den Arbeitsbedingungen. 2018 haben sich GamesarbeiterInnen wie Grafikerinnen, Programmiererinnen etc. zur Gewerkschaft Gamesworker Unite zusammengeschlossen, und gegen schlechte Arbeitsbedingungen sich zu wehren in der Spielebranche. Und als Problem wurde da die sogenannte Crunch-Time genannt, also das beschreibt eine über lang anhaltende Phasen, dauernde Überarbeitung und so weiter. Also die Arbeitsbedingungen würden mich interessieren. Und ich bin in meinem Vorberuf Verlegerin gewesen, und zwar hatte ich einen Independent-Verlag, und mich würde interessieren, ob es da Parallelen gibt zur Independent-Szene auch im Games-Bereich, dass nämlich viele innovative Sachen aus Independent-Büros kommen und dann, aber wenn es erfolgreich wird, sozusagen, wenn man anfangen könnte, davon zu leben, dann wird es weggekauft und man fängt immer wieder von vorn an. Und auch die Hürde, Förderanträge zu stellen, ist oft eine sehr hohe, weil es mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden ist, den oft Independents gar nicht leisten können. Und es gibt so einen Verlagspreis, zum Beispiel, das ist eine Form von Independent-Verlagsförderung. Das heißt nicht, dass ein Verlag pro Jahr einen Preis bekommt, sondern ganz, ganz viele Preise werden ausgeschüttet, Verlagspreise an Independent-Verlage ganz explizit. Könnte das auch eine Möglichkeit sein, einer Förderung? Und es gibt natürlich schon, Herr Falk, einen Unterschied zwischen Wirtschafts- und Kulturförderung. Schon insofern, also ne, der Ansatz ist ein anderer, und das kann man schon unterscheiden, obwohl auch uns klar ist, auch Frau Stump und mir, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Wirtschaft und Kultur. Das ist uns auch klar, aber es gibt da auch entscheidende Unterschiede in der Förderung. Danke. Und Frau Stump für Bündnis 90 Die Grünen, bitteschön. Also dass Kultur, Wirtschaft und Innovation kein Widerspruch ist, das ist uns, glaube ich, hier im politischen Raum allen klar, zumal in diesem Ausschuss. Aber ich möchte noch mal auf das Thema Medienkompetenz eingehen. Wir hatten gerade gehört, die Schule ist natürlich eine zentrale Stelle, aber es sind ja auch viele außerschulische Bildungsträger unterwegs. Und deshalb würde mich noch mal interessieren, wie man erstens diese Medienkompetenz in die außerschulischen Bildungsträger transportiert und wie die dann befähigt werden können, die entsprechende Medienkompetenz auch zu vermitteln, die ja gerade im Umgang mit Games notwendig sind. Dann haben wir ja auch
bestimmte Hürden bei der Anwendung. Jetzt muss ein geeignetes Spiel ja nicht sehr aufwendig sein, sondern die ersten Spiele waren ja auch relativ grafisch einfach, konnten lokal gespielt werden, ohne groß Ressourcen zu verbrauchen. Ich erinnere an Tetris und haben trotzdem ein Gefühl für Fläche und Geometrie vermittelt. Wie gelingt es denn, die Qualität von Spielen so zu vermitteln, dass man einordnen kann, ob Spiele pädagogisch einen Mehrwert haben? Spiele müssen nicht zwingend pädagogischen Mehrwert haben, aber sie können pädagogischen Mehrwert haben, und wie die dann einzusetzen sind. Und wie kann man diese Kompetenz nicht nur an Lehrkräfte vermitteln, sondern eben auch an andere Bildungsträger und auch vor allem an die Eltern? Wir haben ja eine sehr schnelle Entwicklung. Oft kommt man diesen neuen Features gar nicht hinterher. Und wir wollen ja auch die Prioritäten setzen, wenn wir an pädagogischen Einsatz und auch an Förderung denken. Vielen Dank. Wir haben zeitwirtschaftlich gut gearbeitet. Sie haben also jeder 3 Minuten Zeit, mehr als die Abgeordneten, für Ihre Antwortrunde. Und ich fange an, damit wir keine Zeit verschenken, wieder mit Frau Professor Ackermann. Bitte schön. Und ich pick mir wieder Sachen raus. Und das Erste, was mir aufgefallen war, war bei Herrn Hacker, ob denn unsere Förderung unbürokratisch genug ist. Und das überkreuzt sich so ein bisschen mit dem Reinwerfen des Independent-Bereiches, weil sich da zeigt, dass es noch nicht unbürokratisch genug ist. Also klar kann das teilweise unkompliziert sein, und Leute, die Erfahrungen haben und Strukturen haben, die etwas größer sind, können sich darauf konzentrieren, dann diese Anträge zu stemmen und auch die Organisation zu realisieren. Das ist aber im Independent-Bereich nicht immer der Fall. Und der ist eigentlich der, wo die Innovation stattfindet. Das wäre jetzt nochmal so eine andere Brücke, weil es kam jetzt auf, muss es immer mit pädagogischen Mehrwert haben oder was wollen wir eigentlich von Spiel? Das ist ja eine eher generelle Debatte. Aber in dem Moment, wo wir ja Kriterien oder Sie dann Kriterien aufmachen für Förderungsmöglichkeiten, ist das ja eine zusätzliche Option zu überlegen, möchten wir nur solche Spiele fördern, die den einen oder anderen Mehrwert haben. Und es muss ja nicht unbedingt der pädagogische sein, es könnte ja auch einen kulturellen Mehrwert geben. Oder es könnte zum Beispiel Multiperspektivität sein, was ich jetzt auch nochmal mitgenommen habe, das hatte, glaube ich, Frau Schmidt gesagt, dass da nicht immer alle Personengruppen, die vielleicht thematisiert werden im Spiel, auch quasi mit berücksichtigt sind in der Entwicklung. Und das ist echt ein großes Problem, weil Zeitdruck ja oft auch einfach eine große Hürde ist, warum das dann gar nicht möglich ist und natürlich auch finanziell nicht immer stemmbar ist und die Teams mitunter auch nicht divers genug sind, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass sie das bräuchten, dass das ihre Spielerfahrung quasi bereichern würde, oder auch nicht genug UserInnen-Tests gemacht werden, um überhaupt diese Rückkopplungsschleifen zu generieren. Also das wäre wirklich was man sich auf die Fahne, denke ich, schreiben sollte, wenn man das jetzt groß machen will, was vielleicht ja hoffentlich der Fall ist. Also ich glaube, es hat schon auch Chancen, egal was man auch an kritischen Punkten festmachen kann. Spiele können auch immer wieder dazu genutzt werden, das jetzt vielleicht auch nochmal zu Punkt Ideologie, können auch immer wieder dazu genutzt werden, Dinge in Frage zu stellen oder auch Ideologie oder ideologisches Gedankengut zu thematisieren und in einer anderen Art und Weise sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht oder beobachtet, dass gerade in so Hackathons da ganz spannende Ideen entwickelt werden, wo man einfach auch ganz verschiedene Perspektiven zusammenbringt, die sonst vielleicht gar nicht klassischerweise in Entwicklungsstudios wären, und da so ein bisschen dann die Augen aufzumachen und vielleicht niedrigschwellige Kooperationsstufen zu basteln, dass man so Ideen dann weiterverfolgen kann. Das wäre, glaube ich, auch sehr spannend. Damit sind meine 3 Minuten schon fast wieder durch. Ja, Medienkompetenz ist wichtig, aber wird Herr Aufnanger gleich noch sagen. Vielen Dank. Na dann los, Herr Aufnanger. Ja gut, ja. Also Medienkompetenz, das ist natürlich richtig, was Frau Stumpf gesagt hat, darf sich nicht nur auf die Schule begrenzen, sondern wir führen auch Projekte durch, zum Beispiel in Kitas. Auch mit den Rheinland-Pfalz gibt es ein Projekt, der Silber-Server. Das heißt, wir richten uns ganz konkret an Senioren, Senioren, damit sie angemessen und geschützt auch im Internet sich umtreiben können. Das ist ganz wichtig. Im außerschulischen Bereich gibt es interessante Projekte, die wir sogenannte in dem Maker-Movement, das heißt die Verbindung von etwas tun, basteln mit digitalen Medien. Die Medienbildung kommen in Rheinland-Pfalz, eine Untergesellschaft der Landesmedienanstalt, führt gerade in Speyer ein großes Projekt durch, wo ein öffentlicher Raum gestaltet wird, in dem alle Menschen, alle Altersgruppen hingehen können, sich ausprobieren können, wo Kurse angeboten werden. Und dort wird natürlich auch indirekt oder auch direkt Medienkompetenz insgesamt vermittelt, in denen es nicht nur darum geht, wie nutze ich die digitalen Medien, sondern dass ich auch darüber reflektiere, dass ich kreativ damit gestalten kann, damit ich auch sie transferieren kann in andere Bereiche. Ein
Teil, der eben genannt worden ist, auch Frau Schmidt hatte von der SPD, hat das gesagt, es geht um den pädagogischen Mehrwert. Da muss ich ein bisschen so kritisch sagen, wir diskutieren momentan nicht mehr den Mehrwert, sondern den pädagogischen Wert von verschiedenen Medien insgesamt. Es geht um den Anwendungsbereich, der einen bestimmten Wert haben muss. Und da haben analoge und haben digitale Medien jeweils ihre Potenziale in bestimmten Bereichen. Und der Begriff Mehrwert tut immer so, als wäre sozusagen das Alte ein besonderer Wert und das Neue müsste den Wert erst nachweisen. Und ich denke, jeder Bereich hat seinen Wert und es geht um die genaue Einsatzbereitschaft. Und in dieser Hinsicht ist es natürlich ganz wichtig, die Qualität von bestimmten Spielen, das betrifft natürlich auch oder Anwendung im analogen Bereich, genauso wie im digitalen Bereich, zu prüfen. Das heißt, werden bestimmte Ziele mit verbunden, die pädagogisch auch gut begründbar sind, sind sie universalisierbar. Das heißt, können viele Menschen davon auch profitieren. Und das ist ein Punkt, der, denke ich, in die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften noch stärker eingenommen werden muss. Und das darf sich eben nicht nur auf die Lehrerinnenbildung zentrieren, sondern wir arbeiten momentan gerade sehr stark auch mit der Sozialarbeit, Sozialpädagogik zusammen, die auch das Bewusstsein bekommt, dass in diesem Bereich viel, viel stärker Digitalisierungstendenzen der Gesellschaft thematisiert werden müssen. Oder denken Sie an den gesamten Weiterbildungsbereich, wo es eine ganz große Rolle spielt. Also ich denke, da sind sehr viele Potenziale vorhanden und dort eine stärkere Förderung. Man sieht das ja zum Beispiel die Forschungsförderung des Bundesbildungsministeriums ist wahrscheinlich auch gesetzlich so ein bisschen sehr zentriert momentan auf die Hochschulen, Universitäten und weniger auf und Schulen, weniger auf diese ganzen anderen Bereiche, die auch gesellschaftlich notwendig unterstützt werden müssen. Und für Frau Schmidt wollte ich nur mal so sagen, die Frage war ja, ob die Nachfrage nach pädagogischen wertvollen Spielen im Bereich der Corona so gestiegen ist. Da haben wir leider keine Zahlen dazu. Es gibt halt nur so bestimmte Erfahrungsberichte. Insgesamt haben die Schüler und Schülerinnen mehr gespielt, Computerspiele gespielt, das zeigen die Daten. Aber ob das pädagogisch wertvoll ist, da wissen wir leider wenig darüber. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Falk, bitte. Gern. Herr Hacker hat gefragt, wie wir die Förderung bewerten. Erstmal freuen wir uns, dass die endlich gibt. Es hat ja wirklich viele Jahre gedauert, auch der Überzeugungsarbeit. Und jetzt können wir starten. Und ja, die wurde erstmals auf Bundesebene eingeführt. Und da gab es eine ganze Menge Probleme. Also in der Geschwindigkeit, wie bürokratisch ist das? Also da, glaube ich, ein Teil davon muss man auch einfach verstehen, dass wenn so eine große Förderung, die ja nicht vergleichbar ist mit Breitbandausbau oder mit der Filmförderung, also die einfach spezifisch auch ist, da braucht es ein paar Anlauf, braucht es ein bisschen Anlauf. Und da hätte einiges schneller gehen können. Aber da muss ich auch sagen, hat die politische Ebene auch im Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sich auch mal stark gemacht und eingesetzt, dass da was vorangeht und was, glaube ich, sehr gut gelungen ist, auch mit Unterstützung des Bundestages im Haushalt für dieses Jahr, ist, dass ein eigenes Games-Referat eingerichtet werden konnte und da auch wirklich viel schneller, als ich sonst in meinen politischen Erfahrungen so erlebt habe, also dass da wirklich ein spezifisches Referat ist, die sich jetzt wirklich um Games kümmern, das ist ein guter Schritt nach vorne und der lässt mich auch positiv sein, dass wir die Probleme, die es sonst noch gibt, da gut lösen können. Zum Schluss ist es eben eine Situation, um es jetzt mal mit dem Sportbild zu sagen, bisher saßen wir in Deutschland so ein bisschen auf der Ersatzbank und jetzt sind wir wirklich am Startblock, müssen die anderen schon einholen, aber zum Glück geht es ja hier um einen Langstreckenlauf, den wir irgendwann auch gewinnen wollen und da, glaube ich, können wir jetzt gut aufholen, wenn wir uns da auf den Weg machen. Sie haben gefragt, was kann dann der Staat tun, vielleicht auch in der Spieleentwicklung selbst? Ich glaube, die Vielfalt ist riesig und die Kreativität und die Kompetenz ist da, dass das ganz, also in der Spieleentwicklung, da braucht es eben die Ermöglichung und dann kann das von alleine passieren. Was aber eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist, dass im Rahmen digitaler Staat, im Rahmen von digitaler Bildung in vielen Bereichen das Know-how und die Mechanismen und die Potenziale von Spielen einfach ganz selbstverständlich mitgedacht werden. Also nicht jeder soll jetzt ein Spiel in seinem Projekt entwickeln, weil es irgendwie schön klingt, sondern es muss natürlich immer sinnvoll sein, es muss auch von Experten gemacht sein, aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um diese tollen Mechanismen eben stärker zu nutzen. Herr Bernstein, Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, noch eine Sache zu sagen, die habe ich vorhin nicht vergessen, weil Sie nochmal auf den wirtschaftlichen Erfolg zu sprechen kamen. Der ist riesig und im letzten Jahr auch nochmal gewachsen. Das Problem ist aber, dass nur 5% des Umsatzes, weniger als 5% des Umsatzes, der in Deutschland mit Spielen gemacht wird, auch mit Spielen gemacht wird, die in Deutschland entwickelt werden. Und das ist natürlich deutlich unter unserem Potenzial, wenn wir überlegen,
in Bereichen wie Film oder Buch oder in anderen Medienbereichen. Da wollen wir auf jeden Fall besser werden und da können wir uns von anderen Ländern viel abgucken. Kanada ist da zum Beispiel immer ein gut, tolles Beispiel, um jetzt in Bereichen auch Infrastruktur, Langfristigkeit, Gründungsförderung, aber auch positive Einstellung insgesamt gegenüber dem Medium, um das zu nennen. Also da können wir uns orientieren. Und Frau Schmidt, weil Sie gefragt haben nach Zahlen, da freue ich mich ja, dass ich noch mal ganz kurz erwähnen kann, dass wir eine Umfrage noch mal gemacht haben, auch für den heutigen Tag. Und da, glaube ich, rausgekommen ist, dass wir eine gute Voraussetzung haben. 70% der Deutschen sagen laut der Umfrage repräsentativ erhoben, dass das ganze Thema digitale Bildung durch die Corona-Pandemie nochmal so wichtig geworden ist, dass wir auch glauben, dass die Bereitschaft da ganz groß ist. Also weit über die Hälfte der Deutschen sagen, Serious Games gehören an die Schule. Und also diese Bereitschaft ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann zusammen mit den Maßnahmen, die es braucht, um da voranzukommen, haben wir da eine riesige Chance. Und allerletzter Satz, Frau Bayantos, weil Sie zu den Arbeitsbedingungen gesprochen haben, das ist auf jeden Fall auch in der zunehmenden Professionalisierung der Branche ein ganz wichtiges Thema. Ja, wenn ein paar Studenten als erstes Projekt nach der Uni ein Spiel entwickeln, dann ist es auch okay, wenn die da mal im Schlafsack zusammen irgendwie gemeinsam entwickeln. Aber das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie wir als professionelle Branche langfristig natürlich auch familiengerechte Arbeitsbedingungen zu haben wollen. Also da passiert eine ganze Menge, wird aber auch umso leichter, wie die finanzielle Sicherheit auch da ist für die Studios, die in dem jetzt Moment, wo die bis... Sie sind echt okay, toll. Dann mache ich jetzt den Punkt. In dem Moment, wo die auf einem professionellen Niveau entwickeln können und auch abgesichert sind finanziell und nicht sofort mit der mit dem Bein an der Klippe stehen, da kann natürlich sowas auch noch besser entstehen und das passiert in Deutschland gerade sehr, sehr stark. Okay, vielen Dank. Frau Kruse, bitte. Da würde ich direkt anschließen. Ich glaube, das macht halt einen großen Unterschied aus als Indie-Studio, wenn ich halt eine Projektfinanzierung mache, also ob ich jetzt eine Förderung beantrage oder ob ich Auftragsproduktion mache. Ich gucke ja natürlich, was brauche ich für das Projekt, wie lange läuft das und kalkuliere dann halt die Laufzeit und muss dann natürlich gucken, dass ich in der Zeit halt vielleicht Erfolgeaufträge oder andere Projekte eben ans Land ziehe und umso schwieriger das halt zu kalkulieren ist, umso schwieriger dann vielleicht auch die Bedingungen sind, was die Situation mit dem Absatz auf dem Markt anbelangt, umso weniger Gelegenheit habe ich halt als Independent-Studio halt mir Puffer aufzubauen, der mich dann halt über so Lücken halt drüber trägt und da ist es natürlich super wichtig, die Instrumente oder das, was man hat, dass das halt eben eine Planbarkeit halt mitbringt, dass ich weiß, okay, das funktioniert oder hier in diesen Bereichen kann ich das dann einsetzen, um halt eben zu verhindern, dass man dann eben seine Idee, seine Technologie oder seine Spiele an andere Leute verkaufen muss, weil man halt nicht in der Situation ist, kurzfristige Ausfälle vielleicht so gut abzufedern, wie das halt ein Unternehmen, was sehr lange am Markt ist und sehr groß ist. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen diese Diskrepanz, die ja gerade eben auch schon angesprochen wurde, wo man halt eben sehr gut entgegenwickeln kann und dazu führen kann, dass halt eben die Indie-Studios halt eben stetig wachsen können und eben dann auch stabil und größer werden und das nicht zu anderem führt, außer man möchte es vielleicht. Ein anderer Aspekt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, weil halt immer so dieses pädagogische Mehrwert jetzt auch nochmal reinkam. Es werden ja aktuell Filme, Bücher, andere Medien im Unterricht benutzt, die jetzt nicht speziell für den Unterricht entwickelt wurden. Also ja, wir haben Lehrbücher, aber die Filme, die im Unterricht zum Einsatz kommen, das sind ja auch ganz normale Filme aus dem Unterhaltungsbereich. Und bei Spielen kann das halt genauso funktionieren. Wichtig ist halt eben da Medienkompetenz und wie binde ich das halt im Unterricht ein. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Zielgruppe, also die Kinder und Jugendlichen, die spielen ja sowieso. Also das ist halt ihr Alltag. Und sie da abzuholen, wo sie eh schon sind, ein Medium, mit dem sie sich auskennen, zu nutzen und das halt zu nutzen und im Unterricht einzusetzen, das ist das große Potenzial, dass man halt zu ihnen hingeht und etwas nimmt, was sie halt schon kennen und sie nicht irgendwie vor einen Bücherberg wirft. Das heißt, aus der Forschung auch da und der Erfahrung mit Serena Supergreen und dem Einsatz im Unterricht, das, was die Lehrer und Lehrerinnen uns gesagt haben, als wir halt eben da waren, um das zu testen mit den Schülerinnen
und Schülern waren halt, oh, die reden ja gar nicht, die sind ja viel länger konzentriert als sonst, hören Sie das? Ich höre nichts. Das sind so Sachen, die dann halt eben aufkamen und ich glaube, da sieht man halt so ein bisschen, dass halt auch da sehr viel, also sehr viel positive Aspekte drin sind. Die Entwicklungsperspektive würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. Es ist wichtig, dass man halt Spiele natürlich entwickeln kann für schwache Geräte, für High-End-Geräte. Ich glaube, auch da ist wichtig zu beachten, die Spiele, die man einsetzt, die müssen ja mit den Unterhaltungsspielen auf dem Markt halt mithalten, weil ansonsten sieht das halt sofort nach so einem trügen Lernspiel aus. Und ich glaube, auch da ist es halt wichtig, dass halt genug finanzielle Mittel bereitgestellt werden, weil die Entwicklung von eben pädagogisch wertvollen Spielen, Serious Games, wie Sie sie auch immer nennen möchten, sind halt teurer, weil sie halt umgesetzt werden müssen. Man muss dann aber noch Forschung betreiben, man muss dann noch